任天堂。Hallihallo und ein herzliches Willkommen hier zu einem Spin-off der ersten Gen, nämlich Pokémon Puzzle League. Ich spiele hier auf der Switch, Switch Online Mitgliedschaft Erweiterung. Schön, dich zu sehen. Ich zeig dir, wie es geht. Nein, danke, Professor Eich. Ich will dich jetzt nicht haben. Ja, Grundzüge machen wir später. Ja. So werden wir jetzt wahrscheinlich immer. Nee, ich spiele auf der Switch mit der Online-Mitgliedschaft N64 Games und da ist das drin enthalten. Wir drücken auf jeden Fall jetzt einmal Start und schauen, was dann passiert. Oh, okay, weiter. So, jetzt drücken wir auf jeden Fall Start. Hi, Professor Eich. Ich muss dir etwas Wichtiges mitteilen. Es findet ein offizielles Puzzle League-Turnier statt. Und wenn du willst, darfst du daran teilnehmen. Da bin ich dabei. Ich bin sehr stolz auf dich, dass du an diesem Turnier teilnehmen darfst. Das ist eine große Ehre. Leider kann ich dir nicht mehr erklären, denn du musst dich beeilen. Na dann los! Warte, vergiss nicht, mich in meinem Büro im Puzzle League Dorf zu besuchen. Yeah! Vergiss es wirklich nicht! Ash und Pikachu können es kaum erwarten, an einem neuen Pokémon-Kampf teilzunehmen und machen sich sofort auf den Weg zum Puzzle League Dorf. Pikachu, bist du bereit für eine neue Herausforderung? Pikachu! Haben die hier ernsthaft ein neues Intro gezeichnet oder... also aus der Serie, das ist ja eindeutig noch erste Staffel. Oder wurden da einfach Sachen genommen und neu synchronisiert? Also, jetzt nochmal herzlich willkommen zu Puzzle League. Ja, definitiv kein Let's Play. Ich will bloß mal alle Spin-Offs kurz durchgehen. Wie man spielt, weiß ich nicht, ob man... Hallo, schön, dich zu sehen. Ich zeig dir, wie es geht. Nee, gucken wir uns den später mal an. Tutorial, Schmutorial, sag ich zwar. Pokémon Center, was gibt's? Was kann ich für dich tun? Okay, hier gibt's Optionen, Profile. Ah, Misty, Gary, Rocco, Tracy. An den kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Wer ist Tracy? Ah, ich hab die sehr einfach. Erika, klar. Arenaleiter. Team Rocket, Major Bob. Da hinten sehe ich schon mal Giovanni. Komm, wir nehmen Ash. Los. Pikachu natürlich. Hallo, A? Ja? Oh Gott, das klingt ja. Oh Jesus, ach du Schande. Bieter. Das Shaggy kriegt so ein bisschen auf Drogen. Shaggy? Das Pikachu klingt halt. Guck mal. Bist du bereit? Anton. Okay, ich liebe Anton. Ich bin ein totaler Anton-Fan. Aber... ja, das wissen wir. Okay, aber was bringt mir das? Egal. Was haben wir dann? Puzzle-Universität. Reguläres Puzzle. Komm, wir probieren mal das reguläre Puzzle aus. Ein Gast? Nee, wir sind natürlich... oh Gott, was mache ich für Mist? Okay. Jawohl, diesen Namen verwenden. Schauen wir mal. Class 1. Okay. Ich weiß zwar noch nicht, was wir hier machen müssen. Game over. Okay. Ja. Okay, das war gerade nicht so schlau. Okay.
Ja, das war ja auch wirklich schlau ohne Ende. Das habe ich sehr lange dafür gebraucht zu checken. So, okay, den gehen wir dann hier unten. So. Also das Längste sind, glaube ich, jetzt wirklich die Zwischensequenzen. Oh, das Pummeluft sinkt da noch. Na toll. So, yay. Doppelt. Ich glaube, wir sind... ist ja wirklich für Kinder. Mal gucken, wie lange... Also es wird vielleicht auch noch schwieriger. Naja. Nee, nicht wirklich. Aber wer ist Tracy? Oh, ich kann mich da absolut nicht mehr an die erste Staffel erinnern. Weiter so. War das der mit den Raupi? Die Raupi-Folge? Oh, ich weiß das echt nicht mehr. Ah, da müsste man echt noch mal... Gott, wie alt war ich da? 12, 13? Keine Ahnung, als das angefangen hat. Das wird ein bisschen complicated? Nee. Wird's nicht. Man muss bloß kurz nachdenken. Ich weiß gar nicht, wie viele Stufen es hier gibt. Okay, das wird schon ein bisschen schwieriger. Nee, nicht wirklich. Na gut, es ist noch Samstag früh, ich kann noch nicht so richtig denken. Nein. Okay, ich weiß gar nicht, wie viel... Also wird es auch noch schwieriger werden? So, wir legen den erstmal hier hoch. Oha. Ja, es wird definitiv schwieriger werden. Okay. Ja, okay, gut. Naja, nicht so viel schwieriger, sag mal. Mit ein bisschen Überlegung kriegen wir es hin. Vor allem, warum stehen bei dem Pummeluff immer eine 0? Weil wir eine 0 sind, eine Niete. Und oh. Ah. Okay. Game over. Nö. Okay, wir wollen ja alles mal durchmachen. Haben wir jetzt hier irgendeinen Rang schon frei? Weiter? Nee, okay. Gut, dann probieren wir mal den Marathon durch. So, 2D. So, langsam. Game... Leicht. Komm, wir nehmen leicht. So, okay. Ach, da haben wir schon festgestellt, dass das sowas ist. Ah, und das geht immer weiter nach oben. Okay. Okay, dann hauen wir mal einfach hier nach unten. Ah, so kann man das auch machen. Oh, kann man hier senkrecht teilen? Nee, schade. Das ist doof. Von wegen einfach. Der fällt hier nicht nach unten. Also, ich würde nicht sagen, dass das hier einfach ist. Oder bin... Na, wahrscheinlich bin ich auch einfach viel zu blöde. Oh, Pummeluff sagt Stopp. Nö, ich höre nicht auf. Zack, okay. Ich muss hier mehr mit dem
oben, unten spielen. So, dann kriege ich den hier rein. Den haben wir hier. Dann haben wir, zack. Okay, der geht. Nochmal vorm Armageddon gerettet, sage ich jetzt mal. So, zack, dann. Da. So, zack, zu dritt. Und das Pflanze auch da rein. Boop. Ich hau mal dann mal hier runter. Einfach um ein bisschen. Ah, nein. Da. So, dann kann man dich. Klapp. So. Warte mal, die Musik ist doch irgendwie wie halt zusammen für immer oder so war das doch. Oh Gott. Ja, wenn man sich nicht mehr 100% an seine Kindheit erinnert. Hehe, na gut. Je älter man wird, ich weiß gar nicht, wann meine früheste. Also wirklich, ich meine, es gibt zwar in meiner Kindheit so Lichtblitze mit 5, 6 Jahren an Sachen, wo ich mich halt erinnere, aber so richtig, naja, an den Tag, ja, muss man. Also richtig reguläre Erinnerungen an viel Zeug, sage ich jetzt mal, glaube ich, so meine Jugend, so 15, 16. Ja, klar, je älter man wird, umso mehr verblasst das Ganze natürlich auch. Okay, zack, den gehen wir noch und dann können wir hier mal noch und, ich müsste hier, warte mal, Oh, Pummeluff da meckert rum. Bumm, bumm, zack, do. So, rein, rein da, rein da. Ja, mal gucken, wie lange ich hier. Wir wissen jetzt auf jeden Fall, was Puzzle League ist. Ist nicht sehr spannend. Ja, aber doch ganz unterhaltsam und ich glaube, es gab doch dann dieses Kaffee-Mix, was dann so ähnlich funktioniert. Ich glaube, das hatte ich mir auch mal für die Switch geholt, aber das nur, da es nicht im Dock-Modus funktioniert, habe ich das auch nicht halt hat den wollte ich habe ich das auch nicht gespielt, weil naja, ich spiele ganz selten im, also so gut wie gar nicht im Dock-Modus, nee, nicht im Handheld-Modus. Den kriegt man jetzt nicht da rein, aber nein, na gut, dann eben so. Und dann da, du da, du da, du da, du da oder die da. Nein, es waren die da. So, also wird das hier alles so aufgebaut sein. Ja, ich mach noch, bis ich hier verliere und dann war es das auch mit Puzzle League. Naja, wie gesagt, das sind so kleine Spin-Offs, die gibt es ja in jeder Generation. Und wir haben das Hauptspiel rot gemacht. Und ja. Da werde ich jetzt einfach noch die kleinen Spin-Offs. Bei mir, es gibt ja schon das Trading Card Game als Spin-Off und Pinball. Stimmt, Pinball habe ich auch schon als Spin-Off gemacht. Und dann werden wir mal wahrscheinlich, muss man noch gucken, war das Pokémon Snap? Also das für den N64. War das schon erste Generation oder Gen Nummer 2? Gut, gibt es ja zum Glück Fräulein, Tante, Mr. Sir, Google, Fräulein, Tante, Onkel, Neffe, Schwager,
Oma, Opa, Großmutter, Schiefmutter, was weiß ich, wie du, Mr. Herr, Fräulein, Google. Ah, Mist, das war, ich hätte den da, ah, nein, was mache ich denn für ein, gut, wenn ich mich jetzt anstrengen würde, dann würde ich das hier sicher jetzt gut hinbekommen, aber ich sag mal so, ich möchte das Spiel auch gerne beenden. Oh, Pummeluff ist sauer. Pummeluff ist not amused. Und hier brennt es. Yay! Oh. Komm. Ja, ich habe jetzt eigentlich so aus Absicht da zu verlieren, habe ich jetzt eigentlich auch keine Lust. Aber ja, eigentlich, es geht ja hier um nichts. Es geht ja hier um nichts. Das war jetzt irgendwie dumm. Pika! Pika, Pika! So, komm, wir lassen es jetzt einfach mal. So, und gleich bam, bam, bam. Game over. Erneuter Versuch. Nein. So, dann haben wir noch Duell. Zwei-Spieler-Duell, Ein-Spieler-Turnier. Kurbad, Ziellinienspiel. Na, das probieren wir mal noch. Was das? Willkommen im Kurbad für Pokémon. Hier finden deine Pokémon jeder Liga Ruhe und Entspannung. Ah, ihr wollt die doch klauen. Gebt's doch zu. Leider sind wir heute Nachmittag bereits voll ausgebucht. Naja, wir machen mal eine Ausnahme und quetschen sie doch irgendwie dazwischen. Ah, sie haben einen Schicki und einen Bittersam. Es ist uns ein Vergnügen, sie in unsere Obhut zu nehmen. Haha, du dämlicher Idiot. Ein Kobold für Pokémon vorzutäuschen war eine bombige Idee. Wir haben sämtliche Pokémon aller Trainer erbeutet. Hol sie dir doch, wenn du schnell genug bist. So, dann mal gucken, wie das jetzt abläuft. So, da scheint tatsächlich jemand zu versuchen, die gestohlenen, ich meine natürlich hart verdienten Pokémon zurückzuholen. Schön, lass uns ein bisschen Verstecken spielen. Haha, wir werden uns an verschiedenen Plätzen in der Stadt verstecken. Wenn du uns dort finden kannst, werden wir alle Pokémon zurückgeben. Es gibt nur eine Regel, du musst alle Blöcke oberhalb der weißen Linie abräumen. Hast du das geschafft, hast du eine Runde des Levels gewonnen und darfst dich an der nächsten versuchen. Mal sehen, wie gut du bist. Oh, das A. Beginnt. So. Ja, oberhalb der Linie abräumen? Über welche weiße Linie reden wir? Ja, das ist Mausi, wie das da hängt. Oh. Also es ist halt... Miaut, genau. Also alles klar. Ich weiß halt. Ja, irgendwie bringt es das halt auch nicht wirklich. Also, weiß ich nicht. Also, es ist. Ja. Oh, mach weiter so. Weiß ich nicht, warum soll ich so weiter so machen? Na komm, das lassen wir jetzt mal auch. Lass mal jetzt mal auf, weil das ist Miaut. Okay.
Ja, komm, ach, ein paar machen wir noch. Was ist denn klar, Tressy? Weil du sagst, alles klar? Nein. Oh, damals die weiße Linie. So. Miaut. Mauzi ist, glaube ich, das einzige Pokémon, was ich kenne, also zumindest vom Anime her, was reden kann. Also gut, ich habe dann auch irgendwann aufgehört, den Anime zu schauen, was ich eigentlich schade finde, aber irgendwie, wenn ich so in die aktuellen Folgen so, ist mir das alles viel zu aufgedreht, aber ja, vielleicht brauchst du es heute für die Kids. Ich weiß es nicht. Alles klar. So, eigentlich oberhalb der weißen Linie. Also brauchen wir doch hier doch nur noch zwei reinzubringen. Und dann sind wir gleich fertig. Yay, wir haben es geschafft. Miaut. Oh, zurück. Hallo, ich wollte zurück zur Auswahl. Naja, okay. Gut, ich würde sagen, ja, wir haben ein Übungszentrum, wie man spielt. Zeitspiel. Ja, die Spiele sind dann ja mehr oder weniger gleich und das, finde ich, wird irgendwann doch so ein bisschen langweilig. Aber vielleicht macht dem einen oder anderen ja doch solche Spiele Spaß. Und naja, entweder ihr habt irgendwo noch ein altes N64 mit so einer Cartridge rumstehen oder wer gerne das Spiel möchte, Switch Online Mitgliedschaft plus Erweiterungspass. Da ist dieses Game auch enthalten. So, ich verabschiede mich dann hiermit mit Pokémon Puzzle League und wir sehen uns beim nächsten Pokémon Spin-Off wieder. Macht's gut. Ciao.